In der Zeit der selbstständigen Regierung Ottos III. Ist die Italienpolitik besonders wichtig. Der Übergang zur Selbstständigkeit dürfte fließend erfolgt sein. Adelheid scheint permanent großen Einfluss gehabt zu haben. Otto hatte drei Ziele seiner Politik. Eine Gesandtschaft nach Byzanz sollte sich um die Brautwerbung kümmern. Weiters ging es um Italien und natürlich um das Papsttum. 1996 brach Otto zum ersten Romzug auf. Schon in Ravenna bestimmte er seinen Verwandten Brun, Sohn des Kärntner Herzogs, zum neuen Papst, der als Gregor V. bis 999 der Kirche vorstand. Kurz darauf zog Otto III. Selbst in Rom ein und wurde von seinem Papst zum Kaiser gekrönt. Sobald Otto Rom verließ, geriet Gregor V. in Bedrängnis. Erst 998 konnte der Kaiser wieder für Ordnung sorgen. Dieser Romzug gilt Zeitgenossen als Rachefeldzug, da Otto mit den Kontrahenten brutal umging. Bekanntlich wurde gegen Papst Johannes XVI. Grausam verstümmelt. Danach änderte sich das Auftreten Ottos III. Gravierend. Er siegelte anstelle von Wachs nun mit Blei und gab sich das Motto Renovatio Imperii Romanorum. Die Bulle zeigt auf der Frontseite den Kopf eines bärtigen Mannes, auf der Rückseite eine bewaffnete Roma. Nach 1001 lautete die Devise Aurea Roma. Wiederherstellung der alten Ordnung war nun das Motto. Otto wurde in die antike Traditionen gesetzt, was Byzanz verstörte. Otto III. Steht auch für eine neue Ostpolitik. Ein Wiederaufbau der kirchlichen Infrastruktur erfolgte. Gegenüber Ungarn und Polen akzeptierte er deren Unabhängigkeit und knüpfte freundschaftliche Bande. So soll Stefan vom Papst die Königskrone aufgrund der Intervention Ottos III. Erhalten haben. Zudem heiratete Gisela, die Schwester Herzog Heinrichs von Bayern, den ungarischen König. Im Reich selbst gab es wenig Probleme. Bei Hoftagen herrschte Konsens mit den Getreuen. Allerdings wählte der Kaiser bei hohen Kirchenämtern nun nur noch Vertraute aus. Diese Bistümer wurden zusätzlich auch materiell gestärkt. Zudem wurde nun auch an Bischöfe Grafschaften übergeben, was den Territorialisierungsprozess der Bistümer einleitete. Dazu kamen königliche Regalien wie das Markt-, Münz- und Zollrecht. Die Großen des Reiches dürften sich aber nicht übergangen gefühlt haben. 1001 reiste Otto III. Erneut nach Rom. Nun titulierte er sich als Servus Apostolorum, was an das Servus Servorum Dei der Päpste erinnert. In Rom wirft er den bisherigen Päpsten auch den Niedergang der Stadt vor. Er schenkt Besitz nun nicht mehr dem Päpsten selbst, sondern dem heiligen Petrus. Otto III. Reiste daraufhin gegen Norden, blieb aber in Italien. In der Nähe Roms starb er völlig überraschend nach kurzer Krankheit am 23. Jänner 1002 mit 22 Jahren. Nur mit Mühe konnte die Leiche nach Norden gebracht werden. Zu Ostern wurde er in Aachen bestattet. Dort sollte über die Neuwahl beraten werden. Gerade zum Tod Ottos waren die Verhandlungen über eine byzantinische Heirat abgeschlossen. Die Braut befand sich auf dem Wege. Nun starb Otto also kinderlos.